Liebe Leute, Sie glaubt gar nicht, wo ich von da bin. Ich bin hier im Zentrum von Lübeck, ja, und bin hier im Museum Beinhus Trägerhus. Und warum bin ich hier? Da geht um diesen Kerl. Das ist ja Edvard Munch. Und der ist hier auch von hier in Lübeck wählen. Ja, und das liegt daran, der hat hier so ein Mäzen, das wäre ein Doktor, das wäre ein Augendoktor, Max Linde. Und der hat ihn auch nicht viel fördert. Und darum hat er auch hier bin lebt und hat hier auch gemalt. Und warum ist das nun von Doge interessant? Hey, Edvard Munch hat auch die spanische Grippe gehabt. Und die hat ihm auch bannig viel Kraft gekostet. Und das hätte in diese Sümsbildnisse hätte das auch gewiesen. Ja, und wie seht ihr hier sitzen, ne? Er hängt da noch so ein bisschen, ne? Um den Sessel rum, ne? Die Hände sind so ein bisschen runterhang. Sein Bord ist halt bannig lang, ne? Und du siehst, ah, naja, Rekonvaleszenz, ne? Ist noch ein bisschen was zu machen. Die anderen Bilder, die ich auch gemalt habe, die sind gar nicht hier, die sind in Oslo. Aber ich habe die hier. Hier seht ihr eben zum Beispiel, just anziehen, damit dürfe. Das sieht so gut, als wenn er so in den Spiegel kicken da und sagt, Junge, Junge, du siehst aber nicht gut aus. Oder hier ist auch noch mal so ein Bild, ne? Da ist er noch mit Bademantel zugange. Also als wenn er so just auf dem Bett gekommen ist. Und spanische Grippe, das ist nun mein Thema. Und warum ist das mein Thema? Die spanische Grippe, die ist ja 1908, ist das ja losgegangen, dafür ein End von Ersten Weltkrieg. Wie sag ich Spanisch, aber das wird gar nicht Spanisch. Die kommen eigentlich von anderer Seite von Atlantik. Die kommen und die USA, Witwe. Und sind denn so mit den Truppen, mit dem Militär nach Europa rübergekommen. Aber die Spanier, die haben ja nicht so eine Zensur. Die wollen die so ein bisschen neutral. Und darum dürfen die über diese Erkrankung, die wissen ja noch gar nicht, was das ist, da dürfen die über schnacken. Die anderen, die im Krieg wären, die haben doch nichts zu sich, nicht? Die wollen ja nicht, dass die anderen weg, dass die Truppen vielleicht von dieser Krankheit all bannig mitgenommen sind. So, aber was habt wie und diese spanische Grippe lebt? Die ging in drei Wellen. Das ging los, so im Winter. Und da haben wir so einen lötschen Buckel, dass die Lüge krank würden und auch ein paar Lüge sind sturm. Und dann kommt ja der Sommer. Und das ist immer so, und das habe ich von Dürge auch noch, wenn das Sommer war, dann ist die Influenza, dann ist die weg. Und ihr habt alle Tag voller Bohr. Da sind wir mit Dürr, gut. Aber das würde nicht so. Anstatt denn, wenn da frostig würde, buchen, da ging das los. Und da haben wir so eine Masse Lühe, die krank würden und die auch sturm sind. Die Forscher, die glaubt, dass da ungefähr 50 Millionen Menschen, also mehr als wie den ganzen Krieg zusammen, sind an diese Grippe gestorben. Und achterin, denken noch mal so ein Litschen Hügel, würden auch noch bannig fehlen. Und was hat das also mit uns zu tun? Nun, die Forscher glaubt, dass das, was im Sommer bei der Influenza ganz normal ist, dass das weniger wird, dass man das so ein bisschen Glück setzen kann, mit unserem Shutdown. Das heißt, wir haben nur all die Geschäfte und all die Show und das haben wir all tummelt. Und nun denkt die Lühe all, oh, wunderbar, ist ja all weg. Ist aber nicht weg. Denn wenn wir nur alles wieder oben mögen, dann ist das so als der nächste Frost wie die spanische Grippe. Und die Angst ist nun, dass er denn noch mehr wird, dass die zweite Welle noch viel größer ist als die erste. Und darum habe ich gedacht, das will ich mal hier anwiesen. So, das ist so, meine Oma, die hat früher immer gesagt, wenn du so gierst, weißt du, das ist Unkraut, wenn du das in Gorn hast, ne? Wenn du den rutschst und du vergibst eine einzige Pflanze, ne? Dann hast du nächsten Sommer den ganzen Gorn voll mit dessen Kraut. Und so kann das nur auch bei uns werden. So, und darum, damit wir auch nur noch Abstand holen und immer den Schnuppenpulli, ne, hier für das Mullwag, ne, ganz wichtig. Und wenn ihr nicht wisst, was ihr mögen wollt, dann klickt doch mal hier, da kannst du auch im Internet, und dann könnt ihr hier durch die Rüme gehen und könnt wunderbar kicken. Und vielleicht ist der eine oder andere dabei, der ist so inspiriert, der malt sie sich auch mal selbst, ne,
in Corona-Tid und in 100 Jahren, dann hängst du den vielleicht okay, ne? Also, hold your Steve.